Jo, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir endlich mal wieder ein Modell vor, nämlich das B-Modell des grünen Abschlepptrucks. Die Artikelnummer lautet 42008. B. Ja, also wie ihr sehen könnt, sieht es nicht gerade schnittig aus, wenn man hierauf guckt, auf die Seite oder auch hier hin. Erstmal der Arm, der sieht sehr, Verkrampft aus. ja, so Wenn man sich das hier anguckt, ist hier ist alles sehr alles wackelig. sehr, also alles sehr nach den Schläuchen, sag ich mal, gekrampft. Und das ist wirklich unschön. Aber wir fangen jetzt erst einmal mit den Funktionen an. Also hier vorne sieht man so eine schöne Seilwinde. Die muss man per Hand ausziehen und per Hand auch wieder sichern. Ja. So, dann haben wir hier die Lenkung, wie gewohnt bei allen Modellen von Lego Technik. So, dann haben wir hier die Batteriebox, die ist auch sehr unschön verbaut, aber ich denke, das war aus Platzgründen nicht anders möglich, da das doch sehr verbaut ist, dieses Modell. Ja, als erstes schalten wir die Pumpe ein und damit ist nur die einzige Funktion der Pneumatik da, die Kralle. Wie man sieht, öffnet sich die Kralle und schließt sich dann wieder. Ja. Wenn wir jetzt mal bei dem Arm bleiben, muss man den per Hand nämlich drehen. Mit einem kleinen Aktuator, der noch ziemlich, wobei der Arm dabei auch sehr doll wackelt. Ja, also da sieht man auch mal, dass er wirklich sehr instabil ist, auch bei den kleinsten Berührungen. Gar nicht davon zu schreiben, der Hänger. Ja, aber Da haben darauf. wir schon viel bessere Sachen gebaut. Na, ja. Gehen wir mal auf die nächste Funktion ein. Nämlich. Das Heben und Senken des Krans. Na gut, ist jetzt nichts Besonderes, aber die Funktion muss man ja reinbauen, um einen richtigen Kran zu bauen, aber es ist trotzdem natürlich für mich. Dieses Modell, das A-Modell ist natürlich ein Kauf wert, auf jeden Fall, aber nicht das B-Modell. Also wir haben es jetzt mal gebaut, um euch auch mal zu zeigen, wie die B-Modelle aussehen, weil darüber werden ja eher weniger Videos gemacht. Und ja, ich schätze, wir kommen dann auch mal zu dem Hänger. Also, das war ja die zweite Funktion von dem Truck. Und jetzt kommt noch die eine dritte Funktion. Dafür nehme ich mal kurz den Hänger ab. Und guckt genau hin. Wirklich sehr schnell, das gesehen. Also im Gegensatz zu dem mobilen Schwerlastkran ist das sehr schnell. Ja. Und die Stelzen, ich glaube, die halten auch wirklich nicht viel aus, weil sie erstens bringen sie ja eigentlich nichts. Wenn man sich das Weil. mal anguckt, weil sie auf gleicher Höhe wie die Achsen sind, dann bringen ja die Achsen noch mehr. Da sind es ja eigentlich mehr Sachen, die die Achse in die Luft heben und dadurch halt das Gerät noch unstabiler machen. Entweder es hätte breiter sein müssen, oder halt sie hätten es ganz weggelassen. Und zusätzlich ist zu der Funktion ja auch noch ein Kupplungszahnrad verbaut, was ja, ja das Überdrehen des, ja, der Funktion sichert. Ja, da dieses Zahnrad eigentlich nicht wirklich einen Sinn macht irgendwo, weil die Funktion ja sowieso eigentlich bei dem Modell nichts bringt. Hätte man es entweder auswechseln können oder ganz weglassen können, die Funktion. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Teil. Ja, also hier haben wir eben den Anhänger. Der ist relativ einfach aufgebaut. Wir haben hier Zahnrad, womit wir die Stelze heben und senken können. So, dann haben wir hier die Ladefläche. Wenn ich es mal genauer zeigen würde. Hier. Das ist, naja, aber
einfach so. Ich hebe die Ladefläche erstmal. Über eine provisorische Stange. Sehr simpel und auch der Kippwinkel ist nicht sehr besonders groß. Ja, also zusätzlich kann man natürlich die Stange hier reinlegen. Diese 15er Balken, Lochbalken. So, ihr seht, man kann das kippen, aber der Aktuator und die zusätzlichen Teile sind nicht an der Ladefläche befestigt. Deswegen kann man die Ladefläche auch immer wieder kippen. Also, das hat man nicht so ganz gut durchdacht. Hätte man besser machen können. Viel besser. Ja. Denn, wenn man sich das Modell von hinten anguckt, ist alles sehr hohl, nicht verbaut. Da hätte man, viel, viel mehr daraus machen können, aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht hätte man daraus auch noch ein anderes Modell machen können als ein Truck. Daher das A-Modell schon ein Truck ist. Und ihr seht es ja selber, ist nichts geworden. Ja. Ja, also ich hätte da gar nicht einen Truck draus gemacht, sondern eher, keine Ahnung, irgend so ein Rennbuggy oder was Einfaches, denn bleiben halt mehr Teile übrig, aber man hat halt den Bonus, dass es halt nochmal ein schönes B-Modell wäre. Wir können ja nochmal beides hinstellen. Ja, hier seht ihr jetzt die beiden vereint. Ich meine, im Regal, ich würde es mir nicht ins Regal stellen, weil es einfach ein optischer Mangel ist irgendwo. Ja. Da fehlt irgendwie der Kick da drin, was das Ganze irgendwie ausgleicht. Ja. Da hätten noch mehr Teile bei dem Set beigemischt. Ja, mit dazugegeben werden können. Aber was Lego ja nicht macht, also das ist ja bei allen Modellen so, aber dann hätte ich gesagt, nehm ein paar Teile raus, bau ein kleineres Modell, aber dafür halt gut. Richtig. Das wäre dann halt nochmal so eine kleine Sache, eine Anregung, um das Modell zu bauen. Wir wussten natürlich schon im Voraus, da das nicht wird mit diesem Modell, als wir den noch nicht aufgebaut hatten, weil das sah man schon am Bild, dass das nichts ist. Wir wollten es trotzdem mal zeigen, dass auch B-Modelle nicht immer gut sein können. Zum Beispiel beim mobilen Schwerlastkran. Super gelungen. Ja, richtig. Perfekt. Werden wir noch machen, ein Video von. Wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht kommt es auch in den Winterferien oder Weihnachtsferien. Lasst euch besonders viel Zeit haben. Ja, lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall werden wir uns dann verabschieden und ich hoffe, ihr seht uns auch gleich wieder zu einem neuen Facecam-Video, wo wir euch schon die neuen Modelle verraten werden in dem neuen Katalog, der jetzt noch nicht draus ist, aber wo wir mal zeigen werden, was da so für Modelle rankommen werden. Ja, damit hätte ich jetzt auch gesagt, wir verabschieden uns. Ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diese oder unsere Videos liked, teilt und kommentiert. Da ihr in den letzten Wochen und Monaten doch sehr viel kommentiert habt, was natürlich sehr freut, mal mit euch Kontakt aufzunehmen. Ja. Wir haben auch schon ein paar Leute so selber kennengelernt, beziehungsweise Skype oder Facebook, mit denen wir auch in näherer Verbindung getreten sind. Will ich auch nochmal sagen, keine Scheu davor, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach, wir helfen euch da gerne weiter. Und ja, wir verabschieden uns jetzt heute und ihr werdet uns wahrscheinlich oder hoffentlich nachher wiedersehen. Ja, tschüss.